Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu einem zweiten Reaction wieder an diesem Tag. Wir haben auch vorhin gestreamt, keine Angst, falls ihr das verpasst habt, wir werden die Stream-Highlights die Woche verteilt auf jeden Fall auch hochladen. Also seid auf jeden Fall gespannt, guckt vorbei, wir hatten auf jeden Fall mega Fun, also kommt vorbei. Und unter anderem werden wir reagieren auf Anzeigen in die Community, das reicht. Von wieder im Kopf. Ich weiß, wir reagieren ein bisschen viel auf die zwei Jungs, aber das war so ein Clickbait-Text und ich dachte mir, was ist nur los? Da werden wir mal auf jeden Fall reingucken. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne einen Daumen da und macht endlich die 200 voll, falls wir das natürlich im Stream noch nicht geschafft haben. Könnt ihr auch gerne auf Insta und TikTok vorbeischauen. Auch jeden Tag neuer Stuff, wie immer. Alles unten verlinkt und oben rechts habt ihr auch alle Reactions. Vorhin haben wir auch schon auf ein Video reagiert von Wissenswert, die außergewöhnlichsten Städte, mega interessant, und um 12 Uhr kam auch schon Formel 2, da könnt ihr wirklich gerne bei jedem einzelnen Video vorbeischauen. Vielen Dank für euren Support und wir starten los. Hey Freunde. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wird es mal um ein etwas ernsteres Thema gehen und zwar merkt ihr das wahrscheinlich schon unserer Stimmung. Heute wird es etwas ernster als sonst, und zwar gibt es ein Thema, was uns beiden momentan sehr am Herzen liegt. Ja, um mal von vorne anzufangen. Wie einige von euch wissen, sind wir ja beide hier sehr aktiv auf Social Media, um auch viel mit euch zusammen in Kontakt zu bleiben und beantworten dort viele Nachrichten und gucken uns Stories von euch an. Wir folgen einigen Fanpages, da nochmal vielen, vielen Dank an jeden, der sich so die Mühe für eine Fanpage macht. Leider ist uns zu Ohren gekommen, dass es dort ein paar Ausschreitungen zwischen diversen Gruppen gibt. Fanpages rivalisieren sich gegeneinander? Hä? Okay. Beziehungsweise auch diversen Abonnenten von uns, Mitglieder dieser Community, die anscheinend ein bisschen über die Stränge hinausschlagen. Und zwar ist dort sehr oft das Thema Mobbing der Fall. Wir haben jetzt öfter schon mitbekommen, dass Leute ausgegrenzt werden, dass Leute beleidigt werden untereinander. Warum? Dass Leute richtig fertig gemacht werden. Das geht teilweise bis zu Morddrohungen, bis hin zu ganz anderen Sachen, die wir jetzt hier in dem Video nicht weiter ausführen werden. Und Jan und ich, wie gesagt, wir sind sehr nah involviert bei diesen ganzen Geschichten, schreiben viel mit euch und suchen immer den Kontakt zu euch. Und deswegen möchten wir hier einmal feststellen und klarstellen, dass sowas auf jeden Fall nicht geht. Und dass wir beiden auf jeden Fall das auch schärfste verurteilen, wenn wir irgendwie sowas mitkriegen, dass Leute in unserer Community gemobbt werden. Ja, und das geht ja auch gar nicht. Ich meine, untereinander sich gegenseitig runtermachen. Ich meine, die sind ja alle für einen Zweck da, für die zwei. Und ich meine, das geht gar nicht. Wo es gerade auf unserem Kanal halt nicht so sein sollte, ne? Das stimmt. Also, wenn wir das selber irgendwo sehen sollten, werden wir dafür sorgen, dass beziehungsweise das Profil, das derartige super Inhalte verbreitet, sei es Mobbing, Diskriminierung oder sogar Morddrohungen. Letzteres ist, also nicht nur Letzteres ist eine Straftat, die anderen beiden sind auch nicht erlaubt und wir werden das dann umgehend blockieren. Morddrohungen? Wie weit kann man denn gehen? Da haben wir eine Null-Toleranz-Grenze für. Ich das ist hoffe, super, dass uns das nicht noch ein einziges Mal irgendwie vor die Augen kommen wird. Und das ist auch vollkommen egal, gegen wen sich das Mobbing richtet. Das hat einfach nicht da zu sein. Wir haben ja nicht umsonst die Videos über mentale Gesundheit und über Mobbing gemacht. Und dass dann genau jetzt das auch noch, vor allem über Instagram, da habe ich das gesehen, verbreitet wird, das geht einfach gar nicht. Und da ist es dann klar, dass wir dann dementsprechend handeln und die Leute bewusst blockieren. Genau, also wie Jan schon gesagt hat, wir werden in Zukunft. Das ist aber hart, aber richtig fair, also wirklich. Also das ist mega, dass sie da auch gleich blockieren und sagen, egal ob ihr Fans seid oder so, das ist einfach geht einfach zu weit. Dann noch mehr darauf achten, dass wir Leute, die meinen, immer wieder andere fertig machen zu müssen, ausschließen aus unserer Community. Wir wollen diese Menschen nicht auf unserem Kanal, also falls du einer dieser Leute bist, bitte verpiss dich. Wir haben hier eine Community, einen YouTube-Kanal, genau, der für Toleranz steht, der für Aufklärung steht. Und gerade auch Themen anspricht, die vielleicht nur eine Minderheit der Menschen betreffen, wo Leute mitzukämpfen haben, wo vielleicht nicht jeder mitzukämpfen hat. Und gerade diese Leute möchten wir auch ein bisschen schützen und auch einfach denen auch ein schönes, geschütztes Umfeld quasi bieten. Das, klar, nicht jeder kann sich verstehen. Es ist klar, dass man Leute nicht leiden kann, aber diese dann öffentlich runterzumachen und diese richtig ins Mobbing, ins Cybermobbing zu ziehen, ist glaube ich, nicht mal ansatzweise der richtige Weg. Nee, das ist krank, das zu machen. Und vor allem dann regelrecht auch noch Hassgruppen zu erstellen und Screenshots zu verbreiten mit hasserfüllten Nachrichten oder Nachrichten, die Drohungen enthalten, das ist die absolut unterste Schublade. Und ja, wie gesagt. Genau so ist es. Das ist wirklich unterste Sau. Wie gesagt, wir kriegen das mit, wir werden darüber benachrichtigt, wir kriegen Screenshots zugesendet über die ganzen Sachen. Das heißt, wir wissen auch, welche Person es betrifft. Und deswegen unser Appell an euch, bitte stellt es ab. Wir haben da keinen Bock drauf bei uns.
Wenn ihr irgendeine Scheiße produzieren wollt, dann macht das woanders, aber nicht in unserer Community. Wie gesagt, wir stehen für Toleranz. Wir wollen, dass einfach Leute auf diesen Kanal gehen können und da so ein bisschen so, keine Ahnung, sich ein bisschen mit identifizieren können und sich vielleicht auch ein bisschen öffnen können, ohne direkt von irgendeiner Seite irgendeine Scheiße abzukriegen. Da haben wir keinen Bock drauf. Wir werden da in Zukunft mehr drauf achten und diese Leute werden dann ausgeschlossen. Deswegen stellt das bitte ein. Genau, jetzt. Und an alle, die fertig gemacht werden, nehmt euch das nicht zu Herzen. Wir haben da schon viele Videos drüber gemacht. Diese Leute kennen euch nicht persönlich. Lasst euch nicht öffentlich im Internet von irgendwelchen Leuten angreifen. Versucht, der Sache aus dem Weg zu gehen. Blockiert diese Menschen einfach. Geht da nicht drauf ein und setzt euch da nicht. Genau so ist es. Also einfach nur links liegen lassen, das ärgert sie am meisten wirklich. Weiter mit auseinander, denn das bringt euch nichts und wird auch zu nichts führen. Genau so. Wie einige von euch wissen, sind sehr viele Freundschaften durch diesen Kanal entstanden, was uns beide sehr freut. Es haben sich viele Menschen gefunden, die... Ja, das ist wirklich extrem schön. Genau, die richtige Freundschaften geschlossen haben, die gleichen Probleme vielleicht auch teilen. Und es geschafft haben, jetzt sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen und halt auch richtige, ja, es sind Freundschaften entstanden einfach. Und das wir wollen natürlich auch weiterhin, dass diese Freundschaft noch erhalten bleiben und nicht durch irgendwelche Dritte gestört werden. Und dass auch weiterhin so ein schöner, offener Austausch hier stattfinden kann, neue Kontakte geknüpft werden können. Und deswegen von uns nochmal ganz die Message, selbst wenn Leute euch irgendeine Scheiße schreiben, wir sind hier immer noch im Internet, hier ist jeder anonym, hier kann jeder seinen Senf dazu geben. Ja, das ist aber auch das Problem teilweise, weil durch diese Anonymität fühlen sie sich halt noch stärker, nehmen sie irgendeinen Z-Namen, kein Bild oder so und dann wird herumgeärgert oder irgendwelche Scheiße verbreitet. Eben ohne irgendwie erkannt zu werden und an Pranger gestellt zu werden. Bleibt so, wie ihr seid, verändert euch nicht für irgendwelche Menschen, sondern gar nicht für irgendwelche Leute aus dem Internet, die meinten, sie könnten euch irgendwie beurteilen oder ihre Meinung zu euch preisgeben. Das kennen wir, glaube ich, am besten mittlerweile nach der ganzen Zeit. Ja. Das werden immer wieder Leute kommen, die euch kritisieren werden. Das Wichtige ist nur, dass ihr euch davon nicht verändern lasst. Lasst euch nicht runterziehen und schon gar nicht fertig machen, denn dafür ist die Zeit zu schade, die ihr habt. Wie gesagt, wir werden diese Leute blockieren, ausschließen aus der Community, so welche Menschen möchten wir nicht haben. Und werden da auch in Zukunft mehr darauf achten. Das heißt, falls ihr das gemacht habt, stellt es bitte ein. Mobbing ist scheiße. Und genau so ist es. Das waren mal Worte, die wir an euch richten wollten. Wir hoffen, wir nehmen die zu Herzen. Wir sehen uns am Sonntag in einem Unterhaltungsvideo wieder mit besserer Laune. Genau. Eigentlich schade, dass wir so ein Video machen mussten, aber wie ihr seht, ist es nicht ohne Grund so gewesen. Und es liegt uns ja auch sehr am Herzen, dass wir das mal ansprechen. Ne? Ja, daher das heutige Real Talk Video und dann hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen mit unterhaltsameren und glücklicheren Inhalten und vor allem Thema. Das ist halt scheiße, wirklich. Also ich hoffe natürlich, dass das bekommen sie in den Griff, aber trotzdem... Also das geht gar nicht. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wir haben vorher noch gestreamt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich will das aber auch. Ja, es ist natürlich immer behindert. Also ich verstehe auch nicht, warum sich andere über andere stellen und da, keine Ahnung, Leute runtermachen müssen. Es ist so unnötig. Und ich hoffe, das ist auch eure Meinung. Und falls ihr da eine andere Meinung vertretet, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber natürlich, falls ihr genauso auf asihafte Weise ausseid, könnt ihr genauso gehen wie bei ihnen. Also das ist, sowas ist einfach unnötig. Aber gut, das ist ja jetzt Gott sei Dank ja nicht bei uns der Fall. Also abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Däumchen rum da, falls ihr neu seid und ja, schaut euch auch gerne die Reaction von vorhin an, da haben wir auf außergewöhnliche Orte reagiert. Also vielen Dank fürs Zugucken, morgen kommt dann My Team und TikToks of the Week, also schaut da wirklich gerne vorbei, abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Däumchen rum da und wir sehen uns hoffentlich bei irgendeinem anderen Video wieder. Social Media ist auch unten verlinkt, Insta, TikTok, Twitter, alles was geht und die Playlist ist oben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.